Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Sacred Gold in Nuzlocke. Es sollte Part 28 sein und wenn nicht, dann nicht. Wir haben beim letzten Mal den Team Rocket Hideout betreten und heute gehen wir weiter. Ich habe noch gerade was zu erzählen. Zwischen den letzten Parts, zwischen jetzt und dem letzten Part ein paar Stunden vergangen, ne? Und ich bin in der Zeit mal eben rausgegangen und habe Post abgeholt. Und stellt sich raus, die Firma, bei der ich meine Ausbildung mache, hat mir ein Weihnachtsgeschenk zugeschickt. Und das haben sie letztes Jahr nicht gemacht. Und ich finde, es ist eine coole Sache. Es ist eine coole Sache. Da waren so ein paar Sachen drin, so Schokolade und sowas, ne? Und Nudeln und Soße für eben diese Nudeln. Und so ein Pulver, so Latte-Pulver steht da, glaube ich, drauf, weiße Schokolade. Tust du halt in heiße Milch und dann ist das halt Vanillemilch, so, ne? Aber es riecht halt 1:1. Es riecht halt 1:1 wie Parmesan. Und das hat mich ein wenig sehr verwirrt, weil es hat ja auch die Farbe von Parmesan. Ich trinke das gerade. Aber es schmeckt tatsächlich wie Parmesan. Weißt du, was Kingler gerade getan? Ich habe nicht aufgepasst. Na, mal Giga Drain, da sollte nichts weiter passieren können. Der Stomp. Und jetzt sind wir wieder auf Spiel. Vielleicht war Trap Hammer oder so eingesetzt und gemisst, man weiß es nicht. Kingler ist auf jeden Fall weg. Und finde ich auch immer eine ganz coole Sache von der Firma. Ich weiß nicht, die meisten von euch gehen wahrscheinlich noch zur Schule. Würde ich jetzt anhand der Zielgruppe der Pokémon-Spiele einfach mal ableiten. Aber die Leute von euch, die nicht mehr zur Schule gehen, habt ihr sowas auch bekommen? Macht eure Firma sowas? Würde mich interessieren. War auf jeden Fall eine ganz angenehme Sache. Habe ich mich gefreut gerade. Habe ich mich ein bisschen gefreut. So, Shelgon. Du bist ein Drachi. Und die Drachi kann ich eh nicht. Wir können ja mit Joss hitten. Aber ja, komm, hit mir den mit Joss. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht overlevel. Ich muss halt wirklich aufpassen. Level 45 ist nicht weit weg. Protect, da haben wir nicht aber outplayed hier. Da haben wir nicht aber outplayed. Let's go Ice Fang. Na gut, dann nochmal Protect. Nee, tut er nicht. Okay. Sollte 50 machen. Shelgon ist halt bulky, aber es hat keinen Evoliten. Macht genug. Kriegst du eine Para-Shelgon? Fände ich fies. Aber kann ich mir vorstellen. Nee, sehr schön. Nochmal Ice Fang. Kann er gerne protecten. Kann er machen. Dabei gewinnt er nichts. Shelgon übrigens. Auch wieder im Mund. Lowest Tier Pick. Völlig akzeptabel. Der hat Wish Pass. Der kann Wish Passen. Der ist völlig akzeptabel im Lowest Tier. Also bevor du Shelgon nimmst, solltest du wahrscheinlich noch sowas wie Ordoch mitnehmen oder Schlubleck. Aber Shelgon ist eine Option, ja? Der ist eine Option. Der kann Wish Passen. Drachen, die Wish Passen, sind selten. Also da gibt es, glaube ich, den und ja, im OU oder UU, je nachdem, was du halt pickst, oder welches, was für ein Tiersystem du hast, im Tier 1 oder Tier 2 gibt es halt auch Butalander, ne? Jetzt fallen mir gar keine Wish Pass in Drachen ein. Ja, wir müssen das die Voice finden, okay. Ja, Passwort Protected, genau, wir brauchen das Passwort. Dann suchen wir nach das Passwort, ne? Dafür müssen wir diese ganzen Leute hier bekämpfen. Es wird schwierig, dabei nicht zu overleveln. Es wird sehr schwierig. Vor allem, weil die Arena später auch noch Trainer haben wird. Müssen wir ein bisschen aufpassen. TM Snatch. Okay. Kann ich damit Items klauen? Wie hat Snatch funktioniert? Oder habe ich Fähigkeiten geklaut, oder? Es gibt ja Thief zum Items klauen. Was macht Snatch? Heilungs- oder Status-Moves kann man klauen. Okay. Interesting. Kein Move, den ich wahrscheinlich jemals einsetzen werde, aber es gibt ihn. Hey! Wie geht es dir, lieber Team Rocket? Jock, jock, jock. Ich challenge dich für ein Battle. Oder vielmehr challenge du mich gerade zu einem Battle, aber es endet damit, dass wir battlen. Team Rocket Grunt leadet mit seinem Raticate und hier kommt mein Big Bob. Und Big Bob hat Close Combat. Und das sollte ein cleaner One-Hit-KO gegen Raticate sein. Bis zum nützlichen Raticate das überleben möchte. Critical Hit! Ja, der hat nicht gemattert. Der war Overkill. Das hätte nicht sein müssen, Bob, Big Bob. Der wäre wahrscheinlich dreimal dazu gestorben. Zu dem Crit jetzt. Die Barrel! Okay. Ein weiteres Mon, welches geclosed combated wird. Ich hatte gerade kurz Angst, dass er für Aqua Jet geht. Da habe ich gerade erst nicht dran gedacht. Aber ich glaube, per Level-Up lernt er gar kein Aqua Jet. Das muss man ihn dran züchten.
Von daher alles fein. Alles fein. Die Barrel weg. Big Bob, gutes Pokémon. Großer Fan von Panfermo. Spiele ich auch immer super gerne. Damals im Oras Juju einer meiner Lieblingspicks. Ja, Sun Moon habe ich ihn weniger gespielt, aber da ist ja auch cool. Der hat halt. Da war halt das Nasty Plot Set mit Firium oder Phytinium Z das dominanteste Set. Aber das habe ich so ungern gespielt, einfach aus dem Grund, dass du Fire Blast und Focus Blast, abgesehen vom Z-Move, so oft misst. Und das heißt, du bist ziemlich früh dazu gezwungen, wenn. Also, du spielst halt als Late Game Cleaner oder als Breaker, ne? Aber du bist halt dazu gezwungen, diesen Z-Move irgendwann rauszuballern. Und ich mag es nicht, wenn man mich dazu zwingen kann, meinen Z-Move rauszuballern. Und wenn ich den Z-Move gedrückt habe, dann muss ich halt immer hoffen, dass ich treffe. Und das gefällt mir alles nicht. Deswegen habe ich den weniger gespielt. Hallo, Ditto. Ich bin schneller als du. Das war jetzt nicht besonders gefährlich. Aber ansonsten mochte ich Panferno sehr gerne. Vor allem halt in Gen 6 war der super geil. Das Mixtape, das musst du Mixtape sagen. Du darfst nicht Mixtape sagen. Das ist nämlich definitiv ein Mixtape. Das klingt ja cool. War wahrscheinlich mein Lieblingsset. Also der hat Flare Blitz, Close Combat. Nee, stimmt gar nicht. Der hat Close Combat, Fire Blast oder Flare Blitz, Close Combat. Je nachdem, was man gerne haben will. Grassnot hat er. Und dann Earthquake oder Stone Edge. Was ist das? Dedicate Tail, okay. Also du hast halt mit Mixtape ein paar Optionen, aber du spielst halt so viel Special Attack, dass dein Grassnot in der Lage ist, Suicune zu two-hitten. Und ja, Fist der Suicune ist natürlich ein großer Threat, der im Juju rumgelaufen ist. Also, großer Fan von Mixtape. Da switcht halt auch fast nichts drauf rein. Stall-Teams haben gar keinen Bock auf den, weil der mit Grassnot durch... der hat halt einfach die Moves, um durch alle Worlds, die Stall-Teams in Juju damals hatten, durchzubrechen. Also, Mixtape war super. Problem war halt, dass er Live-Orb war und deswegen konnten die Stall-Teams schon ein bisschen um ihn rumspielen. Die mussten halt ein bisschen chippen und alles, aber alles in allem war das ein super geiles Mon. Wir gehen mit Koffing um. Gehen wir auf Joss. Bin nicht, dass er explodiert, deswegen gehe ich auf das Mon mit Intimidate. Na, Koffing? Bitte nicht explodieren. Dankeschön. Bitte auch nicht poison, jetzt wo du gerade Sludge gedrückt hast. Das wäre auch böse. Dankeschön. Wir gehen für einen Surfer, das hitten wir. Und Arcortail wird den auf dem Level, glaube ich, nicht mehr one-hitten. Auf dem Level, glaube ich, nicht mehr. Oh, Surf tut's aber. Na dann, dann ist ja alles gut. Aber ich mochte Ape sehr gern. Bandit Ape war auch geil. Bandit Ape, Sword Stance, Choice Scarf, alles coole Sets. Weil der hat halt so 1 Million Moves, hat er mich intimidated. Und ich will auch gar nicht auf dem Mon mit dem potenziellen Discharge oder Thunderbolt drin bleiben. Das kannst du aber vergessen. Pokémon 2 ist auch cool. Ich bin auch großer, ich bin auch Verfechter der, der offensiven Polygon 2. Also Max HP, Max Special Attack, Modest und dann zack, zack. Die sind auch cool. Die tanken auch noch gut Hits, ne? Da muss ich mal eben husten, sorry. Also die sind ja dann immer noch nicht fragil, die sind immer noch bulky. Die sind nicht so bulky wie die ganzen defensiven Polygons, ne? Aber die sind immer noch bulky. Bulky genug, um auf sowas wie Mega Aero reinzukommen. Gehen wir auf Klaus. Der würde wahrscheinlich einen Electric Move drücken. Ja, aber ich glaube, Klaus ist die beste Option, die wir hier haben. Ich glaube, Klaus ist die beste Option. Das, wenn er irgendwie nur Tri-Tech drückt, Klaus nimmt ihn noch am besten. Magnetrise. Okay. Jetzt schwebt das Polygon 2. Ist mir aber ziemlich Banane, dass es das tut. Wir gehen jetzt für eine Aurasphäre. Die wird nicht one-hitten. Auch mit Evoli, auch ohne Evoli ist Polygon 2 noch vergleichsweise bulky. Aber sie sollte guten Schaden drücken. Wobei Klaus ist modest und das ist nicht EV-invested. Okay. Klaus ist modest und das Ding ist nicht EV-invested. Also kills trotzdem. Aber man hätte. Man darf nicht damit rechnen, dass Porygon 2 ohne Evolid auf einmal fragil ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Immer noch ruhig. Weezing. Das gefällt mir schon wieder nicht. Kannst du bitte weggehen mit deinem, deinen Weezings und so Mist? Die sind sehr gruselig. Kann die auch sehr schlecht touchen immer. Geh mal wieder auf Joss. Der muss jetzt halt. Der kann ja keinen Poison-Move drücken in dem Turn. Das war das Ding. Er kann in diesem Turn keinen Poison-Move drücken. Double Hit. Okay. Schwacher Two-Hit Normal Move. Ich weiß jetzt nicht, warum er den jetzt hier gedrückt hat, aber kann er gerne machen. Wir gehen für den Surfer. Hoffen, dass das Weezing jetzt nicht explodiert, weil ich habe halt nichts, was ich darauf reinwerfen kann. Es würde alles von der Explosion in der Luft zerrissen werden. Explosion einfach super busted. Sludge. Okay, alles gut, dann gehen wir mit dem zweiten Surfer. Das werde ich jetzt poisen. Ich wechsle dann gleich ein paar aus. Okay. 50% HP haben wir noch, zweiter Surfer. Killt jetzt hier das Weezing. Und haben wir das Problem erledigt. Aber ich habe jetzt seit dem einen Weezing mit Fireblast, Thunder, Sludge Bomb. Aber ich habe einfach. Ich kriege einfach Panik, wenn ich die Dinger sehe. Ich kriege einfach Panik.
könnte mein ganzes Team zerstören. Electrode, da wollen wir nicht drin bleiben. Auch dieses Mann könnte explodieren, aber viel wichtiger ist, hat Electro-Moves. Wir gehen auf TJ. Electrodes Attack-Set ist nicht so geil, dass wenn er explodieren sollte, TJ würde eine Explosion wahrscheinlich nehmen. Charge-Beam, sind wir immun gegen. Alles gut. Und der wie P-Jab. Magnetrise, ja, Jokes on you, ich habe gar keine Boden-Moves. Haha. Hier kommt ein Poison-Jab. Ah, Two-Hit ist es auf jeden Fall. Swift ist auch nicht so threatening, kann man auch mitarbeiten. Aber wenn ich ein Tier sehr gerne gespielt habe, dann war es Oras Yuyu. Super geiles Tier. Nidoking war auch geil, aber du hast Nidoking selten über... Also, es gibt ein paar Gründe, Nidoking über Nidoqueen zu spielen. Klar, du kannst es schneller spielen. Fun Fact, Tim mit Nidoking, was eigentlich das einzige Nidoking ist, ist schwächer, wobei du spielst auch Hasty oder Naiv, je nachdem, ne? Ist schwächer als Modest Nidoqueen. Also Nidoqueen hat ein bisschen mehr Power, aber ne, ist halt schon geil, wenn man ein bisschen schneller ist. Und du hast das Ding halt eigentlich selten, wenn du es über Nidoqueen spielst, was du oft tust, es gibt viele Möglichkeiten, entweder du brauchst jetzt Speed, ne? Aber hauptsächlich spielst du es, hast du es halt gespielt, weil es Superpower kann. Oder Sucker Punch. Was zwei ganz geile Moves sind, um entweder Psychic-Types rauszusnipen. Mir fällt gerade tatsächlich für Gen 6 UU kein Psychic-Type ein. Ich glaube, das war eher so im OU für Sam und sowas. Ich glaube, Psyana war Juju, ne? Ja, Psyana war Juju. Aber dann ist halt Superpower gegen Blissey super geil. Einfach das Blissey wegböllern. Das würde halt sonst auf ewig da stehen und einen wallen. Aber Nidoking so, niemand. Do I know the password? Maybe. Oh, mysteriös. Vielleicht kenne ich das Passwort, vielleicht aber auch nicht. Finde es noch heraus. Hm. Team Rocket Grunt mit einem Gloom. Ja, wäre wieder das perfekte Pokémon vorne. Flame Wheel, los geht's. Auch ein Pokémon. Ich rede jetzt einmal den ganzen Part über Oras Yuyu. Niemand kann mich stoppen. Auch ein Pokémon, das ich super geil fand. Also ist auch super geil. Das finde ich nicht nur geil. Das ist auch wirklich super geil. Suicune. Leute, der war so nice. Man mag sich jetzt angucken und denken, ah, es ist so langweilig, aber dieses physisch defensive Drecksteil, das steht ja den ganzen Tag und geht nicht tot. Das kann es auch sein, ja, das kann es. Wenn es das unbedingt möchte, kann es das. Aber das primäre, also Suicune ist A, ein Setup-Sweeper mit Carmine. Es ist kein Stall, wie es manche weniger wissende Menschen sagen würden. Ich kriege jedes Mal einen Anfall, wenn jemand sagt, oh, Suicune ist richtig das Stall hier. Nee, es ist tanky, es ist kein Stall, ja. Es ist nur tanky. Also das Ding, du hast halt da deine Standard Grow Cool, also Carmine, also voll für Steph, Carmine, Skull, Jest und Sleep Talk, Standard Grow Cool halt. Dann gibt's halt so lustige Sets mit Sub Protect, Skull, Carmine, hat auch seine Use Cases, also benutzt du halt, wenn du irgendwie auf Mons subben willst, die deinen Sub nicht brechen können, weil du hast halt Subs mit über 100 HP, das heißt, du kannst nicht geseismic tossed werden, dann kannst du mit Protect noch ein bisschen Leftover stallen und sowas. Ist eine ganz coole Sache. Das Suicune-Set ist halt ganz geil, wenn du AP stallen willst, weil da hat halt Pressure, ne? Also damit kann man dann arbeiten. So Musiklos Comet wirst du damit halt relativ schnell ausgestallt. Die haben dann viermal angreifen. Das ist dann eine coole Sache. Dann gibt's halt das ja ganz normale Sub-Carmine Suicune. Das gibt's ja auch. Sub-Carmine, Scald, dann kannst du Ice Beam spielen oder Jaw. Jaw-Cune ist sowieso mein Lieblings-Suicune, also Scald, Jest, Sleep Talk und Jaw. Das ist ein cooles Set. Ich hab gar nicht aufgepasst, was das zweite Passwort ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das eingeben muss. Also das erste ist Slowpoke, Raticate Tail und das andere ist. Komm, sag nochmal. Slowpoke Tail. Okay. So. Jaw-Cune ist super geil, weil der kommt halt auf Mons rein und du kannst halt nicht einfach auf dem Set uppen. Also der kommt halt rein und macht dir einfach Angst mit Scald und du kannst nicht einfach auf dem Set uppen. Und selbst wenn, wenn du jetzt halt mit deinem Scald nicht viel machen kannst, kannst du immer einfach Jaw drücken. Notfalls, ne, der geht einfach ein bisschen Rocks Damage oder er kann halt nicht effektiv was auf Suicune reinwechseln, weil du jetzt am Jaw bist und dann nimmt die ganze Zeit ein bisschen Rocks Chip Damage. Und während du das halt machst, kriegst du die ganze Leftovers Recovery und es ist halt eine ganz coole Sache. Oder halt, du hast halt, wenn du gedresset hast, kannst du mit Sleep Talk einen schnellen Jaw bekommen, um halt langsamere Mons rauszujawen, bevor sie dich touchen können. Wobbuffet, oh nein. Oh nein, ich kann mich auswechseln mit. Ich hab Yetis drin. Wie soll ich denn das machen? Ich will gerade nicht Shadowballen. Ich will erstmal Headbutton. Bitte. Geht für Safeguard. So, wenn ich die AI richtig verstanden habe, geht er jetzt für Counter und deswegen gehe ich jetzt für den Shadowball. Das ist gerade ein riesen Gamble. Ich kann nicht auswechseln auf Wobbuffet. Der trappt mich halt.
So, nächster Shadow Boy killt auf jeden Fall. Bitte habt nicht Spiegelcape gedrückt. Oh no! Oh no! Jetis, bitte. Bitte. Wobbuffet hat 1 Million AP. Ich glaube, Jetis ist tot. Das war unser Hypno. Aber ich konnte mich halt nicht dagegen wehren. Ich konnte mich halt legit nicht dagegen wehren. Ich kann halt nur gamblen. Dass er halt nach dem Headbutt einfach auf Mirror Coach halt auf Counter gedrückt hat. Ich konnte versuchen, ihn dazu zu bringen, zu countern, aber mehr als versuchen konnte ich nicht. Da muss man was mit TJ weggekrittet. Ich gehe eben neues Mon hochtrainieren, glaube ich. Level 43. Earth Power, da haben wir ihn. Den wollen wir haben. Den wollen wir haben. Nimm Toxic Spikes weg. Kann ich nicht leben. Wir haben nämlich Earth Power. Sehr nice. Och, Jetis. Aber das Wobbuffet. Sorry, Leute. Also, hätte ich ein anderes Mon gehabt, hätte ich den ja irgendwie ausstallen können. Oder ich hätte Sleep Powdern können. Oder mit Klaus hätte ich SD'en können wie ein Verrückter. Wobei es wahrscheinlich auch eine schlechte Idee gewesen wäre. Ja, Big Bob hätte wäre Big Brain weg gewesen. Also einfach Taunten weg. Ja, dann müssen wir es eben zurückgehen und Jetis auf die Box tun. Da ist doof gelaufen. Und ich werde das neue Mon dann auch vielleicht Level 41 trainieren oder sowas. Ich kann ja schon mal überlegen, was das neue Mon sein könnte. Also, wie sieht es mit meinen Fighting Switch-ins aus? Ich habe ja jetzt ein paar, ne? Ich habe ein paar. Jetis also als Fighting Switch nicht unbedingt nötig. Ich könnte über sowas wie Manectric nachdenken. Womit hatte ich denn jetzt? Ich hatte immer große Probleme damit. Ja, also eigentlich Psychic Type schon cool. Ich denke gerade nach, ich habe eigentlich immer Probleme, sowas wie Mack oder Smogmog zu treffen. Mack ist jetzt weniger ein Problem, es hat nicht nur King Earth Power. Aber Smogmog ist immer noch ein Problem. Und da wäre halt ein Psychic-Type doch ganz cool. Ich habe einen Kokowär auf der Box, aber der ist für gerade sowas echt scheiße, weil der wird halt einfach geslutschbombt. Was ist los? Was willst du von mir? Du hast ein Item gefahren. Super. Hier gibt's keinen Shop, also von daher gerade doof, aber Dankeschön. Was haben wir denn da an Optionen? Irgendwas für Weezing und sowas. Wir werden wahrscheinlich gleich als Boss sogar noch ein paar Weezings haben. Kann ich mir gut vorstellen. Irgendwas für Weezing wäre cool. Erstmal Rip Hypno. Konnte ich nichts machen, sorry. Das war nicht meine Schuld. Es sind viele Dinge passiert, die waren meine Schuld. Das war nicht meine Schuld. So. Also, wir könnten dich wieder mitnehmen. Aber gar keinen Bock auf Graveler. Echt gar keinen Bock. Der entwickelt sich nicht. Gar keinen Bock auf den. Wir haben uns das Voltenso gar nicht richtig angeguckt. Ne? Careful. Was macht Careful? Macht das überhaupt was? Minus Special Attack. Nee, geh mal weg, Careful. Geh mal weg. Geh mal weg mit dir. So, wir hätten Pikachu. Wir hatten Radikal. Voltier ist Bashful. Was steht denn da eigentlich für ein... Team Rocket HQ steht da. Okay. Also das Gebiet war Team Rocket HQ. Team Rocketo Headquarters. Wir könnten Zeiss mitnehmen, aber wie Psychic Weak wollen wir noch sein? Hätten wir schon 3 Poison Types mit und 2 Fighting Types. Nee, lass mal. Ich hätte halt jetzt gerne irgendwas. Also Forsaker wäre halt auch eine coole Sache, ne? Wäre halt nochmal Fire Weak. Das wäre unsere dritte Fire Weakness. Will ich gerade. Gerade mit dem Team nicht. Gerade mit dem Team nicht, aber grundsätzlich. Gentle, was macht das? Was Gentle? Minus Defense plus Bedef. Meh, großes Meh. Du fällst raus. Du bist es nicht. Da haben wir Nidoqueen noch mitnehmen. Nidoking, Nidoqueen nehmen wir beide. Los geht's. Nee, eher nicht so. Paras. Auch für diese Option, für diesen Purpose nicht geeignet. Ich meine, Grumlins würde den Job halt übernehmen können. Aber hätten wir auch wieder das Problem, dass wir super Psychic Weak wären, ne? Und halt keinen Psychic Switch hin haben. Aber grundsätzlich wäre Grumlins cool. Wäre halt der dritte Poison-Type, ne? Ich würde sagen, wir nehmen Grumlins erstmal mit und dann müssen wir halt nach den nächsten paar Encountern mal gucken, wie wir den ausgetauscht kriegen. Aber ich sag, wir nehmen Grumlins erstmal mit und dann pausiere ich erstmal wieder und trainiere Grumlins eben auf Teamniveau hoch. Das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Ciao. Und da sind wir auch schon wieder mit unserem Tentoxa. Hallo, Tentoxa. Tentoxa ist böse.
Hallo, Tintoxer. Bin auch froh, dass du hier bist. Also, ich hätte gerade viel lieber mein Hypno noch, aber... Mann, das Hypno... Überlegt doch mal, gegen wie viele Bäume es für mich gerannt ist, ja? Und jetzt ist es einfach gedroppt. Ja, jetzt haben wir hier Grumlins mit einer Shellbell. Es hat Poison Jab gelernt, das ist ganz cool über Jab. Aber Poison Jab ist auch nicht so super strong. Aber ist okay, ne? Ist okay. Lieber haben als brauchen. So, da können wir jetzt rechts natürlich rein, aber ich will erst mal wissen, wo diese Tür hinführt. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Diese Tür vor allem, dieser Gang. Genau, zu diesem Item hier. Und zwar TM Dark Pulse. Könnte man Lucario geben? Könnte man tatsächlich Lucario geben? Wollen wir das Lucario geben? Dark Pulse auf Lucario? Wäre cool. Wäre in der Tat cool. Aber gerade nicht. Jetzt gerade in diesem Moment nicht. Ich fühle den Moment gerade noch nicht. Ich wüsste jetzt gerade noch nicht, wofür wir Drachenpuls 4 benutzen sollten. Vielleicht von anders. Vielleicht von anders. Nasty Plot wirst du nicht mehr lernen, dafür hast du in Riolu bleiben müssen. Was geht hier ab? Hey, Silver. Du kämpfst ja aber nicht gegen mich, oder? Ich mag Team Rocket nicht, ja? Die sind fies und gemein. Aber deren Musik ist geil. Aber deine auch. Also, ich würde den Soundtrack kaufen, wenn du ihn mir verkaufen würdest. Das war Siegfried tatsächlich. Du hast verloren, aber du bist immer noch hier. Willst du dich zum Pokémon Center gehen? Okay, du bist nur hierher gekommen, um mich zu schubsen. Das ist nicht ganz so nett von dir, aber wir mögen dich, Silver. Wir mögen dich. Ich mag dich, Tentoxa mag dich. Wir alle mögen. Ein Ultra Ball. Da habe ich gerade mein Mikrofon mal bewegt. Aber ein Ultra Ball, das ist doch schön. So. Die beiden Passwörter. Die Tür öffnet sich. Sesam, öffne dich. Habe ich gerade irgendwie... Ich habe halt auf dem Weg hierher gegen die Bomben-Pokémon nochmal kämpfen müssen. Und deswegen bin ich nicht so voll gehealt, wie ich es gerne hätte. Okay, ich werde jetzt was machen, was echt wehtut. Max Potion mit 20 KP. Ich hätte auch einen ganz normalen Potion benutzen können. Aber ich habe keinen. Haben wir denn hier noch... wie sieht es mit den Berry Pots aus? Hat sich da was getan? Eigentlich nicht, ne? Oh, kann nochmal gießen. Da, oh, kleines Blümchen. Süß. So, wie bereit fühlst du dich, nicht Giovanni? Muhahaha, ich habe auf dich gewartet. Nein, du bist nicht Giovanni. Du bist definitiv nicht Giovanni. Dreh dich im Kreis. Dreh dich. Da dreht er sich. Hallo, Petrol. Du bist Lambda. Du bist definitiv Lambda. Hey, Giovanni. Okay. Ja, weil man muss das Passwort nämlich mit seiner Stimme sagen. Das ist ungünstig, aber wir werden schon mit dir klarkommen. Hattest du nicht das Thunder... Vieh. Hallo, Skuntank. So, das ist der Moment, in dem Grumlins auswechselt. Ja, sowas war der Moment, in dem Grumlins auswechselt. Ich bin auf TJ. TJ kann das Weezing halt auch nicht wirklich hitten, ne? Also TJ wird jetzt auch nicht von dem Weezing in die Luft geboxt, aber das Ding... Oh, nein. Oh, nee, Mann. Oh, nee. Da buddelt es sich ein. Da können wir gerade auch nichts gegen machen. Wir haben leider keinen Earthquake, sonst können wir ihn einfach trotz Schaufler umboxen. Wir haben nur Earth Power und das trifft leider nicht Gegner unter der Erde. Das tut nur Earthquake. So, aber Ujos ist immerhin immun, von daher alles fein. Wir geben Surfer, denn ja, wahrscheinlich wär Aquatail besser gewesen. Ich sehe es ein. Aquatail wäre besser gewesen. Aber ich wollte ihn auch nicht missen. Oh, P-Jab. Und dann werden wir gepoisoned. Ja, geil. Ich hätte einfach direkt den Switch wieder nehmen sollen, weil er kann ja an dem Punkt eh nicht... Ich mache den Switch auch jetzt wieder. Er kann ja jetzt an diesem Punkt gerade eh nicht auf Schaufler gehen. Ich hätte direkt wieder auswechseln sollen. P-Jab. Wir können hier auch so nicht gepoisoned werden. Ja, ich hätte direkt wieder für den Switch out gehen sollen. War eine doofe Idee, drin zu bleiben, für Surfer zu gehen. Earth Power. Geht für Protect, Drecksvieh. Kannst du dann wieder protecten hier. Friss meine Earth Power. Ich meine, das Stärkste, was wir gegen Weezing machen können, ist Surfer drücken und er kann uns Fireblasten. Also das wird eine Konfrontation der Poison-Types. Je nachdem, wie viel Schaden ich mache, kann TJ das gewinnen oder verlieren, weil TJ halt schneller ist, ne? Kommt darauf an, wie das jetzt aussieht mit dem Weezing, ob wir das tooten können. Dedicate, da bleiben wir nicht drin. Da bleiben wir nicht drin, da gehen wir auf unser Lucario. Welches immer noch die Antifeuerbeere trägt, um nicht gefeuert zu werden. Tatsächlich. So, vielleicht drückt das Dedicate ja so nett, weil es so nett ist, Eisfang. Superfang. Geht daneben. Dankeschön. 50% HP sind ganz schön viel. Aurasphäre. Let's go. Da kommt eine Double Edge. Die wird weniger machen, als es der Superzahn gemacht hätte. Ein bisschen weniger zumindest. So. Und Aurasphäre killt das Raticate.
das, was halt doof ist, ist, dass wenn jetzt Weezing reinkommt, ich auf Weezing reinwechseln muss. Und er wird direkt Fireblasten, wenn ich mit Klaus drin bin. Weil, ne, Feuermove, ne? Trifft effektiv. Toxicroak. Okay. Da wollte jetzt ein Fighting-Move kommen. Das wissen wir alle. Und deswegen gehe ich wieder auf TJ. Und dann kann ich Earth-Powern. Schneller bin ich vielleicht. Kommt aufs Toxicroak an, I guess. Cross-Chop. Das kann critten. Das könnte wehtun. Das war kein Crit. So, Earth-Power. Ja, Zucker-Punch. Oh boy. Ja, TJ, du wirst jetzt auf jeden Fall gegen Weezing im 1v1 verlieren. Das tut mir sehr leid. Da müssen wir gleich auswechseln, wenn es mit Weezing kommt. Aber immerhin können wir Toxicroak vorher mitnehmen, weil das Earth-Power die Earth-Power überlebt Toxicroak nicht. Niemals. Oder doch. Okay, holy shit. Nochmal Earth-Power. Geht auch nicht nochmal für Zucker-Punch. Das ist nett für den Ding. Weil Crit-Zucker-Punch wäre jetzt böse gewesen. Aber Toxicroak weg. Ja, wir haben ja keinen Life-Orb und keinen Cheer-Force. Deswegen ist Nidoking ein bisschen schwächer, als man es kennen würde, ne? Weezing, da ist es. Oh no. So. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Fireblast. Sehr wahrscheinlich kommt jetzt ein Fireblast. Wir gehen auf Grumlins. Let's go, Grumlins. Da ist der Fireblast und der geht ins Leere. Das ist schön. Wir sollten von Föhn und Thunder nehmen. Deswegen fange ich jetzt erstmal an zu surfen. Hoffe, dass das ein Two-Hit ist. Und dass wir das Weezing damit loswerden können. Kein Two-Hit. Thunder kommt und trifft. Der wird nicht killen, aber er wird sehr viel Schaden machen. Fast die Hälfte. Überleg gerade, wenn ich jetzt nochmal Surfer drücke, weil ich habe die Shellbell. Ob das genug recovern würde, dass ich noch einen Thunder nehme, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie gehen wir damit um mit der Situation? TJ würde keinen Fireblast nehmen. 80 Spedef. Grumlins hat 107. Wie viel Schaden haben wir von dem Thunder genommen? Brechen wir das doch einfach. Wie viel Schaden haben wir gerade von dem Thunder genommen? Das waren 8 und 60? War das 68 KP? Ja, es waren 68 KP, genau. Wir haben 68 KP Schaden genommen. Bei einem sehr effektiven Move. So. TJ hingegen hat 60 KP, wird einen normal effektiven Move treffen müssen, hat aber auch 27 Spedef weniger. Ist das drin? 60 KP, unter 60 KP Schaden bei einem Fireblast. Ist das drin? Also wir müssen davon ausgehen, dass wir so um die 27 Schaden mehr nehmen. Hälfte von 68 sind 34. Davon nochmal 20 mehr. Wahrscheinlich nehmen wir einen Fireblast. Aber so, genauso funktioniert Damage Calculation noch nicht. Also ich weiß es nicht. Und das Beste, was wir haben, ist halt auch nur ein Surfer. Wir können Tobias gehen und wir können Sleep Powdern. Das ist es. Tobias, Sleep Powder und dann wieder Switch Out auf. Da kommt der Thunder, geht ins Leere. Okay, ich hätte auch einfach surfen können. Wie geht's für den Sleep Powder? Fireblast nehmen wir ja, das wissen wir. Wir haben schon mal einen Fireblast von ihm genommen. Und dann wechseln wir wieder aus auf Tentoxa und dann gehen wir nochmal für zwei Surfer. Aua, 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 aua. Sleep Powder gehittet, das ist schön. Weezing schläft. Dass sie jedes Mal Riesenprobleme mit diesem Weezing haben. Na, aber es hat auch das Killer-Moveset. So, jetzt gehen wir auf Grumlins. Ich kann auch auf Big Bob gehen. Ne, da müsste ich halt Feuer-Moves drücken. Ne, wir gehen wieder auf Grumlins und dann drücken wir zweimal Surfer. Einen Sleep-Turn haben wir garantiert. Der zweite wird kritisch. Der zweite Sleep-Turn wird kritisch. Aber selbst wenn wir den nicht kriegen, Thunder muss erstmal treffen. Und wir kriegen Recovery. Vielleicht reicht das. Wir gehen für den Surfer. So, 68 KP haben wir eben genommen. Wir werden keinen zweiten Thunder leben. Er schläft noch, okay. Puh! Okay, let's go, Surfer. Weg mit dem Weezing. Das Drecksvieh. Okay, wir haben es besiegt. Ich habe wieder einen Herzanfall bekommen. Aber wir haben das Weezing besiegt. Alter, dieses Drecksvieh, ne?
Warum kann der auch alle Moves auf dem Planeten? Wir wissen noch nicht, was sein letzter Move ist. Wir sehen immer nur Sludge Bomb, Thunder, Thunder und Fire Blast. Keine Ahnung, was sein letzter Move ist. Explosion. Crobat, hallo. Wie gehen wir mit Crobat um? Mein Check ist ein bisschen low. Alle meine Checks sind ein bisschen low. Nehme ich einen Hit? Ich hoffe, ich nehme einen Hit. Aerial Ace. Einen Aerial Ace sollten wir nehmen. Das ist nur Aerial Ace und der ist nur Base 90 Attack. Ja. Surfer kommt. Wie viel macht der? Wie viel macht der Surfer? Auf jeden Fall über 5. Der macht ja nix. Holy fuck, wie bulky ist denn Crobat? Wir machen mal einen Pivot auf Joss. Dann kriegen wir nämlich einen Intimidate. Und mit diesem Pivot müssen wir irgendwas machen. So, Intimidate holen wir uns. Vielleicht drückt er irgendwie Taunt oder sowas Dummes. Ne, nochmal Aerial Ace. Für wie viel Schaden? Zu viel mit Poison. Ich kann nicht drin bleiben mit Poison. Ne, warte, kann ich doch. Ich hatte eben unter 100 KP. Ich kann drin bleiben und nochmal für einen Aqua Tail gehen. Sludge Bomb. Oh boy, der ist speziell. Ja, RIP, das war unser Ross. Das war Garados. Crit! Wir kriegen nicht mal den Damage! Oh no! Wir kriegen nicht mal den Damage. Big Bob, du bist zu langsam wahrscheinlich. Einen Hit nimmst du, aber mehr nicht. Wir gehen für den Flame Wheel. Aerial Ace. Bitte geh damit in Range von Großbrand. Tust du nicht. Aber du nimmst 2 Hits. Das ist ja optimal. Flame Wheel. Komm, nicht Sludge Bomben. Einfach nochmal Aerial Acen. Okay, bloß nicht kritten. Komm schon, Nate. Hol dir das Crobat. Wir stehen noch. Crobat weg. Garados ist dabei draufgegangen. Großes RIP an Garados an der Stelle. Garados war das Backup für alles. Immer. Ah, fuck die Sludge Bomb. Ah, fuck die Sludge Bomb. Was hätte ich denn dagegen machen können? Ich hätte auf Sludge Bomb auf Lucario gehen und dann auf. Dann damit den Feuermove baiten. Aber ich wusste nicht, dass er Sludge Bomb hat. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er Sludge Bomb hat. Hallo, Plaudergeil. Ja, hallo, Plaudergeil. Ich muss hier mal ganz schnell weg eben. Nur meinen Garados ablegen. Oh, man. Nicht Garados. Warum muss es Garados sein? Immerhin haben wir nur Garados verloren. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Es hätte wirklich noch viel schlimmer kommen können. Darf ich jetzt aber erstmal gehen, bevor wir uns um die ganzen Mist hier kümmern? Ja, ich weiß, was das Passwort ist. Aber ich muss ganz schnell ins Pokémon Center. Ich hoffe, sie lassen mich, weil ich komme, glaube ich, an dem Punkt vorbei, wo ich noch einen Doppelkampf machen muss oder sowas, ne? Ich habe Heil-Items. Könnte eben eine Option, die ich habe, Max Potion nehmen. Die werfe ich dann auf Grumlins. Dann nehme ich Grumlins nach vorne. Ja. Nehme ich Grumlins nach vorne. Und dann hoffe ich, dass Grumlins das irgendwie schafft. Und wenn nicht, dann ist ungünstig. Oder lass mich hier einfach nochmal raus. Komm schon. Oder heil mich vorher, dann darf ich halt meinen Garados nicht benutzen, aber komm schon. Ja, mach jetzt bitte keinen Mist hier. Lass mich bitte raus. Lass mich bitte raus. Ich will nicht gegen Athena kämpfen. Dankeschön. Huh. Huh. Raus hier. Ganz schnell raus hier. Aber ganz schnell. Mit Max Speed gehen wir hier raus. So. Und nicht mein Garados. Hätten wir mal einen Backup-Garados gefangen. Ja, ich würde sagen, Garados war bis jetzt eins der wichtigsten Pokémon in unserem Team. Halt wirklich. Der ist ständig wieder reingekommen. Wir wollten mehrfach absetzen, dann kam er wieder rein, weil wir irgendwie Backup brauchten. Und Garados hat das einfach perfekt erfüllt. Ah, oh, RIP Garados. Ganz, ganz großes RIP an Garados. Ich werde dich vermissen, mein Junge. Ich werde dich sehr vermissen.
So. Change Box. Wir brauchen neue Ground Resist. Oder am besten Ground Immunity. Option 1. Noch ein Poison Type. Einzige Option tatsächlich. Oder wir nehmen halt mehr Grass Types. Ah, nee, wir haben noch eine zweite Option. Wir könnten uns ein Smetbo holen. Wenn Smetbo seinen Typen nicht wechselt. Wisst ihr was? Ich beende den Part erstmal. Und ich werde mir das bis zum nächsten Mal was überlegt haben. Weil das ist gerade eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Wahrscheinlich muss ich ihm das ganze Team umwerfen und ein komplett neues Team bauen. Wir werden uns dann wiedersehen. Bis dahin. Ciao.